ja, die rotzen ja einiges weg, ne? Also kann man nicht meckern, glaube ich. Ich soll vielleicht trotzdem die Panzer als Schutz darunter schicken. Ach, da schießen sie auf einmal. Das ist ja komisch. Komm, den Jeep da drüben auch noch schnell. Die Helikopter schickt man hier mal erstmal auf. Sind denn da irgendwo Luftabwehr? Ach Mensch, und ist Dingerstellung okay. Dachte ich, könnte jetzt gerade. Huch. So piepst du schon, halt die Klappe. Toll, meckert mein Handy rum, von wegen Zeit ist um, ist ja Schwachsinn. Falsch eingestellt. Na, was soll's. Dann mache ich das mal schnell. Sekunde. Ja, super, gleichzeitig Let's Playen und ein Handywecker stellen. Das ist ja auch mal. So, hier 18 Uhr sollte eigentlich genügen. Und jetzt kommen die natürlich da runtergesammelt. Ist ja auch super. Ich jag da mal diese Raketen da rein. Ich ziehe besser die Helikopter zurück, weil sonst verlieren wir die doch noch. Das wäre ja auch nicht so Sinn der Sache. Ach du schöner Spaß. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass die unsere Basis angreifen. Ich versuche gerade einen Weg zu finden, das zu verhindern, weißt du? Jetzt weit da rein, du und du da rein. Haha, meine Waffenfabrik! Lass dich stehen! Mach den Panzer da weg! Nicht schön. Komm, hier kriegt man ein Reparaturset mit und dann überrollen wir die Typen mal einfach. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt, aber ja. Super. Den geht's ja wirklich großartig. Also kann man wirklich nicht meckern. Boah, ihr zwei fahrt da mal sofort dazu. Wieso bin ich eigentlich so blöd und baue keine Panzer nach? Sag mir das mal einer. Das ist doch wirklich. Was soll das jetzt? Kommt der einfach mit RPG-Einheit? Ich glaube, ich bin. So, räumen wir hier oben mal kurz auf. Sekunde. Damit man auch schön was sieht. Beziehungsweise irgendwie so was sieht. Also das Display bei Command & Conquer 3 war schon wesentlich größer, muss ich sagen. Da ist allerdings das Menü auch rechts und nicht unten. Aber egal. Na toll, die Nase läuft wieder. Aber bei minus 10 Grad ist das ja auch kein Wunder, ne? So, viel mal zu dem Bunker da oben. Jetzt machen wir hier noch schnell die Infanterie weg. Dann könnte ich eigentlich mal ganz kurz dieses Ding hier bombardieren und den A-10-Bomber dann noch reinjagen. Uiuiui. Kann ich mit dem Helikopter dieses Ding angreifen ohne... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, geht nicht, ist nicht. Einheit verloren. Das ist super. Ah ja, und weg ist er. Allerdings ist das IBG-Loch noch übrig. Das heißt, der wird den bald wieder aufbauen. Gib mir doch mal ganz kurz, also nur mal so ganz, ganz kurz, die Jungs hier. Kann ich denn von da aus dahin ballern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da ist ein Pilot abgestürzt, den schicken wir mal da rein. So, könnt ihr, der beginnt nämlich schon wieder mit dem Aufbau, der Sack. Aber das wird ihm nicht allzu viel bringen. So, jetzt könnten die eigentlich noch die IBG-Stellung da ausschalten, oder? Die Stinger-Stellung. Theoretisch. Und genauso theoretisch könnte ich eigentlich mal mit den ganzen Einheiten hier hier vorrücken. Dann schicken wir da noch den Helikopter mit, in der Hoffnung, dass wir den nicht auch noch ver... Was willst du jetzt? Ach, das Geld. Machen wir noch schnell das Ding da weg, beziehungsweise das da. Könnt ihr das angreifen? Dieses Zivilgebäude da hinten? Ja, können sie. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das der fällt. Fall um. Ich glaube, ich spinne. Also sowas... Dass ein Gebäude auf ein anderes Gebäude fällt, das ist mir jetzt gerade zum ersten Mal in Command & Conquer passiert. Das ist ja ein Hammer. Okay, hätten wir uns eigentlich die große Armee hier sparen können. Aber egal. Machen wir erstmal die ganzen Kollegen noch fertig. Und verlieren hier gleich wieder den ersten. Das erste Fahrzeug ist ja super und die Notreparatur ist noch nicht fertig. Also das ist ja mal. Das ist ja.
Ich würde jetzt sagen, es lief nach Plan, aber es war gar nicht mein Plan. Also von daher schicken wir die jetzt auch mal da hoch. Hier haben wir keine Luftabwehr. Das heißt, der Helikopter kann da getrost rein und alles niedermetzeln. Das ist einfach so, hier ist doch viel schöner gleich. Jawohl, die Scharfschützen, die kriegen auch was zu tun, die sollen sich ja nicht langweilen oder so. Und dann machen wir mal die Typen hier Platz, damit er nicht weiter an Geld rankommt, der Bursche. Ich meine, so viel hat er ohnehin nicht, so wenig Arbeiter wie hier rumlaufen, aber naja. So, können wir eigentlich mal die Cyborg-Kaserne dem Gar ausmachen. Sind die jetzt unten rumgefahren? Ja, super. Das war ja wirklich... Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu besser nichts. Dann haben sie hier ihr komisches Nachschublager. Das werden wir jetzt auch gleich mal stehen. Nein, 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 nein. Den schießt ihr nicht ab. Den schießt ihr nicht ab. Ich bräuchte hier mal kurz einen... Ja, genau. Okay. Haben sie schon gemacht. Ist ja super. Komm, gehen wir denen mal das Platoon 3. Wie wird angegriffen? Och nö. Och nö, und ich habe gerade überhaupt keine Einheiten hier. Das ist ja... Och nö. Hör bloß auf. Ja super, du reparier die mal hier. Das kann's ja nicht sein. Ist ja ganz toll. Boah, seht bloß zu, dass ihr da runterkommt und die Typen kalt macht hier. Das geht ja so nicht. Genau, kann ich den... Nee, kann ich nicht nutzen, um Gebäude zu reparieren. Das ist blöd. Komm, den Panzer da unten weg. Du überrollst die Kollegen. Du reparierst hier mal schön. Das lief ja super. So, bauen wir da noch einen Ambi und dann... Es jetzt mit euch. Rücken wir doch mal kurz vor. So, wir überrennen die Kollegen hier einfach und das ist natürlich jetzt suboptimal mit den zwei Kampfbuggies hier, Raketenbuggies. Macht die mal einer weg hier. So. Dann rücken wir halt. Wir haben hier einen Piloten. Einen Piloten, den schicken wir da irgendwo rein. Jetzt haben wir hier drüben natürlich noch zwei Stinger-Stellungen. Ich weiß, ich habe hier unten noch Bohrtürme vergessen. Die könnte ich jetzt noch einnehmen, aber... Pff, komm. Jagen wir da nochmal so einen E-10-Luftangriff rein und dann könnten wir eigentlich mit den Burschen hier gute Arbeit leisten, denke ich mal, ne? Oder wir entfernen erst einmal die Jeeps. Nummer 1 weg, Nummer 2 auch bitte mal weg. So, dankeschön. Okay, können wir die irgendwie davor schicken? Ach du Schande. Du ziehst dich mal besser zurück. Du ziehst dich auch mal besser zurück. So, wo kommen denn jetzt diese Raketenbuggies her, sag mal? Die waren doch eben noch nicht hier. So, das Ding ist hinüber. Sollten wir vielleicht ganz schnell mit denen ausschalten, bevor es sich wieder aufbaut, ne? Geht schon los. Okay, dann wären es ja jetzt nur noch die zwei. Warte mal auf. Kann ich vielleicht mal hier... Ah ja. Machen wir die mal kalt hier. Sekunde, euch will ich haben. Nur euch und nichts anderes. Weg mit der Stingerstellung. Dann machen wir den Rest nämlich mit dem Helikopter und dann ist Feierabend hier, würde ich mal so sagen. Einheit verloren. So, noch ein bitte. Danke bitte. Und jetzt kann man dem Heli hier kurz zugucken. Oh, mach ich mal schnell so, dann sieht man mehr. Ups. Schon wieder falsch geklickt. Das ist lästig. Nee, 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 nee. Zuerst den RPG-Typen da weg. Und jetzt kannst du hier da groß... Haben wir noch Raketen? Jawohl. So, dann war's das nämlich erst einmal. Beziehungsweise, pass mal auf. Sollte ich die noch erobern hier, oder... Weiß ich gar nicht. Ach komm, ich mach den jetzt einfach fertig. Was soll der Geiz? Geht doch. Ich war jetzt noch am überlegen, die Bordtürme doch noch zu erobern, aber... Sie haben gewonnen. Hätte uns ja letztendlich eigentlich nicht wirklich viel geholfen. Von daher... Also jetzt am Ende, meine ich, ne? Ist klar. Kriege ich einen rauen Hals gerade? Das ist irgendwie... merkwürdig.